So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Leute, es geht wieder los. Auch die Spritzsaison beginnt wieder, habe ich letztes Mal schon in der Folge gesagt, was wir auf dem Plan haben. Ich war gestern schon los und habe eine Fläche schon fertig gemacht mit Gräserherbizid und mit Mikros. Und jetzt mache ich diese kleine Fläche vorne am Stall an der Biogas, die 16 Hektar noch mit fertig. Habe mir das Ganze jetzt nochmal angemischt. Also was haben wir mit? Wir haben Magnesium mit, wir haben Schwefel mit, wir haben Stickstoff mit, wir haben Mangan mit und wir haben Bor mit. Und ein Gräserherbizid und 200 Liter Wasser jeweils pro Hektar. Und jetzt fahren wir los. Jetzt machen wir die eine Spritze, dann müssen wir die einmal reinigen. Und dann fahren wir danach mit Flüssigdünger wieder rüber im Raps und haben den Raps dann sozusagen erstmal abgeschlossen. Beziehungsweise vorbereitet. Dann wollte ich noch mit, genau, wir fahren morgen und übermorgen fahren wir noch mal mit dem großen Ausbringer. Und dann müssen wir mal sehen, also wir fahren morgen und übermorgen noch mal mit dem großen Ausbringer. Wie gesagt, die finanzielle Situation dafür ist sehr, sehr günstig, das zu machen aktuell. Auch gefällt mir das eigentlich ganz gut mit den großen und breiten Fahrgassen, dass man da deutlich weniger über die Fläche fährt. Gefällt mir echt gut. Mal gucken hier, was der Verkehr sagt. Ja, also, und dann habe ich mir gedacht, schaffen wir auf jeden Fall heute noch, dass ich die Flächen, wo wir morgen sind, dass ich da schon mal das Vorgewende einmal mit der Spritze lang fahre, weil da ist ja noch gar keiner dieses Jahr drüber gefahren. Und demzufolge sieht der Ausbringer die Fahrgassen nicht. Der selber hat ja keine 27 Meter, das heißt, er kann hier nicht vorfahren, kann er nur blind fahren. Deswegen fahre ich die Fläche da heute noch vor. Mein Grün 30, der war jetzt ja zur Durchsicht. Ich habe den jetzt auch aus der Miete rausgekauft. Das dauert jetzt aber noch ein, zwei Tage, bis ich den wieder habe. Formularien, ist alles unterschrieben soweit, das geht in Gang. Dann muss die Mehrwertsteuer noch bezahlt werden dementsprechend und dann geht das in Gang. Und dann ist der auch wieder mit im Bunde. Und nächste Woche, ganz spannend eigentlich, nächste Woche passiert ganz viel. Da kriege ich hier noch RTK raufgebaut von Trimble. Schöne Grüße, darf das Ganze ein Jahr testen und eventuell übernehmen. Dann habe ich sozusagen einen Notfallspritzschlepper. Das ist ganz gut, wollte ich ja letztes Jahr schon machen. Und die Idee hat sich bei einem Bierchen auf der Agritechnica entwickelt. Da war, ja, so nach dem Motto, du sag mal, hör mal, vorbei. Spaziert mit Janni und dann haben die Jungs gesagt, sag mal, hast du nicht mal Lust mal? Oh, ich gesagt, können wir doch mal machen. Und zwar sagen sie auch, können sie auf jeden Fall auch die ganzen Fahrgassen vom Fendt übernehmen und du kannst sie dann mitnutzen und naja, gucken wir uns auf jeden Fall an. Und das nächste Projekt, und das ist tatsächlich schon ein Projekt, was eigentlich schon letztes Jahr geplant war, aber durch diverse Komplikationen nicht geklappt hat, und zwar bekommt die Spritze Pulsweitenmodulation. Von der Firma Baby Lieb raufgebaut. Bin auch ganz gespannt, darf ich ein Jahr testen. Gucken, wie das ist. Da sind nämlich ganz viele Fragen, die wir uns gemeinsam beantworten können und müssen. Zum einen ist es interessant, wo man ja bedenkt, guck mal, die Leute, die Spritze hier habe ich für 65.000 Euro gekauft. Dieselbe wird jetzt irgendwo bei 150.000 liegen. Und ist es interessant, eventuell eine Spritze wie die hier, die ist ja noch absolut in Ordnung, aber mit Pulsweitenmodulation aufzurüsten, um zu sagen, okay, wir können dann sozusagen nächste Generation sein mit der Spritze und können die dann noch weitere 6-7 Jahre fahren, vielleicht noch ab und zu nochmal das Gestänge warten oder sowas, um so kosteneffizienter zu sein, die Frage stellen wir uns. Und dann, ich habe so ein paar Einsparungsideen bei der Pulsweitenmodulation. Was das genau das System ist und was das besonders kann, das gucken wir uns dann in dem Video an. Aber ich sage euch mal meine grundsätzlichen Einsparungsideen. Und zwar, Wachstumsregler nicht mehr in den Düsen in der Fahrgasse zu fahren. Wachstumsregler am Rand des Felds weniger, die 1,50 Meter rein komplett weniger. Dann genau dasselbe mit Flüssigdünger, nicht mehr in den Fahrgassen ausbringen. Und am Rand vom Feld auch weniger, die Ertragserwartungen sind da geringer. Die beschatteten, also ich kann dann sozusagen mit jeder Düse eine eigene Applikationskarte haben. Beziehungsweise ich kann dann ein 50 cm Raster in Applikationskarten wahrnehmen. Das heißt, ich kann zum Beispiel wie die Zonen da unter den Bäumen. Da.
wo man ja immer weniger erntet wegen der Beschattung. Dort kann ich dann tatsächlich auch weniger Nährstoffe ausbringen. Und ich glaube, wenn man bedenkt, wie teuer so ein System ist, da kommen wir auch in ein Zukunftsvideo, da müssen wir natürlich gucken, inwieweit rechnet sich sowas, kann sich sowas rechnen. Und die Frage müssen wir uns da alle gemeinsam stellen. Und da bin ich gerne so ein bisschen für uns alle das Versuchskaninchen. Bei so einer Summe muss man sich das ja wirklich überlegen, ob man das nun macht oder nicht. Und da kommen wir dann zu, und das werden wir im Laufe der Videos dann auch beantworten. Weil es ja ganz, das ganze Jahr drauf. Aber ihr könnt mal als Praktiker auch mal sagen, wo seht ihr Einsparungsmöglichkeiten bei der Pulsweitenmodulation? Habt ihr das schon? Und was denkt ihr, wo kann man da noch die Pflanzenschutz effizienter machen? Also das geht ja natürlich weiter. Damit ist die Spritze dann auch in der Lage, sozusagen Spot Spraying zu machen, wenn sie ein Kamerasystem drauf bekommt. Also das heißt, die Düse kann immer nur impulsartig schalten. Und je nachdem, wie viel man ausbringt, schaltet sie mehr, also schneller oder weniger. Vorteil ist zum Beispiel auch, was wir haben, wenn wir mit dem Isaria-Sensor fahren, der ist noch auf dem Betrieb. Die Kooperation wurde ein Jahr verlängert, wenn nicht, hätte ich den jetzt auch gekauft. Und was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Genau. Und der Vorteil ist halt zum Beispiel, wenn wir auch Wachstumsregler oder so nach Potenziale fahren oder nach Sensor fahren, ist es ja so, wir stellen meinetwegen die Geschwindigkeit und die Spritze auf 200 Liter ein bei meinetwegen 9 km/h. Wenn wir jetzt weniger rausbringen wollen, weil der Sensor sagt, ist nicht notwendig, wird die Tropfengröße automatisch größer und wir müssten eigentlich schneller fahren, die Benetzung ist nicht mehr so gut. Genau das Gegenteil ist, wenn die Menge nach oben geht. Pulsweitenmodulation hat die Vorteile, dass du halt permanent durch diese Impulse immer dieselbe Tropfengröße hast. Ja? Und na gut, das gucken wir uns an, wenn es soweit ist. So, Spritze einschalten, dann einmal die Fläche löschen von gestern. Übrigens, Leute, eins, was ich mich frage, muss auch passen, der Akku hier ist von dem Mikrofon gleich leer, muss ich gleich mal laden. Eins, was ich mich frage, ich wollte gerade sagen, wie macht ihr das? Aber ich habe vergessen, wie ihr was macht. Was wollte ich euch denn fragen? Fällt mir gleich ein, ich lade mal kurz die Mikrofone und dann kommen wir nochmal zurück und dann fällt mir auch ein, was ich euch fragen wollte. So, fahre jetzt hier im Bestand und muss eigentlich sagen, der steht eigentlich ziemlich gut. Jetzt, wo er so ein bisschen anfängt zu wachsen, sieht er deutlich anders aus als in der AKF. Ja, gleichmäßig. Aber auf dieser Seite sieht er auch besser aus als auf der anderen Seite. Das muss man auch definitiv sagen. Also nach wie vor, glaube ich, Zwischenfrucht nach Gerste und dann Rapsdrillen. Hat man gesehen, wenn es trocken ist und bleibt, dann haben wir zu wenig Wasser, zu wenig Keimwasser. Obwohl der Raps kaum was braucht, ist verrückt. Genau, aber ansonsten, was ich euch mal fragen wollte, so, man ist ja auch ein bisschen unterwegs und man ist ja auch mit Landwirten unterwegs und mit anderen Landwirten in Kontakt und auch mit Handel in Kontakt. Aber ich habe das Gefühl momentan, die Stimmung ist echt beschissen. So, die Leute sind so, ja, wenig kompromissbereit, ob es im privaten oder im beruflichen Leben ist. Alles ist so ein bisschen angespannt und ich finde, man merkt das auch so ein bisschen in Social Media in den Kommentaren. Ich habe das Gott sei Dank ein bisschen weniger bei mir in den Kommentaren, aber da ist auch hier und da immer einer, der mal auskehrt, aber wenn ich da ein, zwei andere Agrarvlogger betrachte, Junge, was die da immer für Gegenwind erfahren für ihre Projekte, die sie gern umsetzen wollen und dann teilweise nicht mal höflich formuliert, das ist schon krass. Aber generell beim Handel habe ich schon so das Gefühl, ja, irgendwie ist da momentan keine gute Stimmung, also weiß ich nicht, könnt ihr gerne mal schreiben, was habt ihr da für einen Eindruck aktuell? Wie seht ihr das? Aber ich muss sagen, ich bin Raps zufrieden, drüben gar nicht. Drüben gar nicht. Da hätte ich das Gräserbehandeln auch im Herbst machen sollen, aber dann habe ich mir auch wieder gesagt, ja, Hannes, wann denn? Du hast wirklich bis zur Agritechniker nahezu durchgearbeitet, mit Häckseln, mit Sonnenblumen trocken, dies, das, jenes, denn war auch einfach kein Wetter, muss man sagen, denn hat ständig geregnet. Und im Winter war auch kein Wetter, dann hast du die Spritze winterfest gemacht. Das heißt, ja, dann hast du die, da haben wir Frostschutz aufgefüllt, in die Halle reingefahren. Ja, also, ja, klar, aber das ist definitiv, das sieht hier ganz anders aus mit Gräser und der Problematik, wie ihr euch erinnern könnt. Naja, habe ich daraus gelernt.
mache ich nicht mehr, aber ich bin auch so ein Typ, ich möchte eigentlich immer lieber eine Behandlung sparen, als die zu viel zu fahren und nochmal fahren zu müssen. A, wegen dem Geld und zweitens haben wir auch eine Verantwortung der Umwelt gegenüber, bin ich der Meinung. Aber es ist, wie es ist. Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Raps auf der anderen Seite. Denke, das hätte ich besser machen können, aber unterm Strich ist es so. Nehmen wir halt so hin. Dann fahre ich gleich noch Dünger holen, Flüssigdünger. Und dann fahren wir wieder auf den Raps. Ich habe schon überlegt, vielleicht mache ich erst das Getreide, das Vorgewende, je nachdem. Ich bin heute Abend noch unterwegs. Ab morgen fährt der hier wieder vorm Zubringer, sodass ich das wenigstens schaffe. Und am Wochenende kann ich auch noch wieder ein bisschen fahren. Pflanzenschutz, Flüssigdünger. Auch die Herbizidmaßnahmen im Getreide stehen ja auch an, dass ich die vielleicht auch fertig kriege. Und ihr wisst ja, Baby Nummer 2 steht bei uns an oder Kind Nummer 2 steht bei uns an, sodass ich möglichst früh ganz viel wegarbeiten möchte. Also wir fangen auch schon Ende nächster Woche mit Striptill an, in der Hoffnung, wir sind am 20. März ungefähr durch mit dem Ganzen. Ja, weil sonst ist nachher eng. Das will man ja auch nicht. Ne? Man will ja auch nicht so einen Arbeitsstress haben, während man noch ein zweites Kind kriegt. Und ja, die Väter unter euch, die Kinder haben und Kinder gekriegt haben, die wissen, was das ist. Und wenn du dann noch 12, 14 Stunden arbeiten sollst, dann da gehst du ja drauf bei. Genau. Langsam frischt der Wind auch ein bisschen auf. Ist eigentlich ganz gut, dass wir nachher gleich mit Flüssigdünger anfangen können. Das ist auch ein riesen Vorteil mit Flüssigdünger. Du kannst halt die ganze Zeit mit einer Maschine umherfahren. Wenn Bedingungen günstig sind, dann fährst du Pflanzenschutz und wenn es wieder einen Tag windig ist, fährst Flüssigdünger und du kannst halt eine Maschine den ganzen Tag am Laufen halten. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel angenommen, wir wären jetzt heute mit einem Düngerstreuer unterwegs und das würde jetzt auffrischen, der Wind, dann müssten wir anhalten. Dann müssten wir entweder umbauen, was anderes machen, aber hier mit Flüssigdünger kannst du halt die ganze Zeit durchfahren. Das ist schon sehr positiv. Alles klar, soweit. Das ist, glaube ich, der Punkt, was ich euch ansprechen wollte, was ich euch erzählen wollte, erstmal im Groben und Ganzen. Naja, bis dann. So, ich habe jetzt Waschwasser drin. Also, wenn man jetzt, ich hab ja Gott sei Dank keine Restmenge gehabt. Und wenn du Restmenge hast, dann kannst du es halt verdünnt auf der Fläche ausbringen. Und ich hatte vielleicht noch 5 Liter oder so drin in der Spritze. Habe das halt verdünnt auf der Restmenge ausgebracht. Und jetzt war ich halt nochmal beim Hof, nochmal Wasser nachgezogen. Dann gibt es ein Reinigungsmittel, das kann man dann einmischen. Dann kann man das Ganze gut schön durchzirkulieren in alle Gänge und Richtungen. Und jetzt bringe ich das Ganze hier auf der Fläche aus. Ist ja, wie gesagt, sehr verdünnt, ist auch nur noch Wasser. Und das ist jetzt die Fläche, die ich schon mal behandelt habe, heute Morgen. Und so sieht das auch die Gesetzgebung vor. Das heißt, das Waschwasser, das Mittel sozusagen, die Reststoffe, die bringe ich auf der Fläche aus, die ich behandelt habe. Genau. Und das mache ich jetzt. Habt ihr gerade gesehen, jetzt beim Waschen. Da haben sich 1-2 Düsen zugesetzt. Ich werde jetzt noch die ganzen Tage nochmal die Düsen alle rausschrauben, die kleinen Filter rausziehen und dann ja, einmal alles durchwaschen, auch nochmal mit Klarwasser. Jetzt bei dem Flüssigdünger ist das nicht so ein Problem. Aber es ist verrückt. Fragt man sich auch, da sind kleine Sandkörnchen, so ist ein bisschen Sand drin. Und ich frage mich auch, woher? Ich ziehe Leitungswasser in einem neuen Tank, also da war auch immer nur Leitungswasser drin, ein Kunststofftank. Und ja, fragt man sich, wo kommt da Sand her, um ehrlich zu sein. Also kann man sich auch nicht richtig erklären, aber mache ich das halt sauber. Ich habe immer Ersatzfilter, da gibt es ja diese kleinen Düsenfilter, habe ich immer saubere Ersatzfilter mit, damit ich hier auf dem Feld nicht umherpükern muss und nicht mit einer kleinen Bürste oder so beigehen muss und die sauber machen. Da habe ich immer so ein kleines Eimerchen dabei, da liegen dann die dreckigen drin und so ein kleines Tütchen, da habe ich immer die sauberen drin. Und wenn ich dann wieder sozusagen beim Hof bin, dann mache ich die wieder sauber und dann tausche ich die bloß aus. Das geht eigentlich wunderbar schnell und dann habe ich halt immer noch mal vernünftiges Material hier dabei. Ich habe auch immer mal 1-2 Ersatzdüsen mit, falls ich dann doch mal eine zusetze und da bleibt ein kleines Körnchen in der Düse hängen oder sowas, dann arbeitet die nicht mehr richtig und dann, ja, dann tausche ich einfach schnell die Düse aus und kann dann weiterfahren und mache die dann auf dem Hof sauber. Geht eigentlich wunderbar und ich muss dann hier nicht mit Schutzzeug umherhantieren, außer natürlich die Handschuhe und alles drum und dran. Ne? Ja, dann fahre ich jetzt gleich erstmal Flüssigdünger holen. Ich habe jetzt gerade auch schon, ich hoffe das, ich habe total den USB-Stick-Mangel zu Hause. Ich habe natürlich, in der letzten Folge habe ich euch noch erzählt, so, ich gehe zum Fender rüber und gebe denen erstmal meine Fahrspuren. Ja, Arschkarte, Leute, der hat meinen USB-Stick noch. Und mal gucken, wie das
das hier war. Hier aus der Karte. USB-Stick einstecken. Scheiße, wird nicht erkannt, Leute. Wird nicht erkannt. Hier kommt meine letzte eiserne Reserve. Da habe ich jetzt die Applikationskarte für den Raps drauf. Meine letzte eiserne Reserve hier. So rum? Ne, so rum passt ja nicht. So, dann wollte ich gerade hier beim Supermarkt noch einen USB-Stick kaufen fahren. Gab's nicht. Ne. Scheiße. Jetzt habe ich hier noch, ich hatte hier noch so einen notdürftigen gefunden. Der hat aber hier, eigentlich nur ist das so ein kleines SD-Kartenlesegerät. Oh, ist leer. Und da hatte ich gedacht, das geht. Ich glaube, ist nicht leer. Ich glaube, ja, der hat ihn ausgeschaltet gehabt. Jetzt muss ich vielleicht mal meine Schwester fragen, ob die gleich noch mal eine Firma ein hat. Aber ich habe erstmal keinen mehr. Bisschen ärgerlich. Irgendwie 20 Stück braucht man gefühlt im Jahr. Also ich verbummel die ständig. Jetzt muss ich ja irgendwie die Applikationskarte erstmal dahin kriegen. Erstmal fahre ich dann im Getreide den Rand rum und dann sehe ich weiter. Soweit. Bis dann erstmal. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Der erste Gedanke ist immer der richtige. Jetzt habe ich mich hier festgefahren. So eine Scheiße. Ich habe erst gedacht, ach komm, Hannes, fahr nicht mit der Spritze auf der Gerste. Fahr nicht mit der Spritze auf der Gerste. Da könnte er noch weich sein. Da hast du gegrubbert. Ach, aber Hannes, die Gerste braucht Nährstoffe. Da muss jetzt da drauf. Ja, jetzt schönen Dank auch. Schönen Dank auch. Schönen Dank auch. Jetzt stehe ich hier. Jetzt stehe ich hier. Keiner mehr auf dem Hof. Ich alleine, was soll ich machen? Soll ich mir jetzt hier mit der Hand rausschieben? Ihr seht, er ist schmierig. Vor allen Dingen, ich habe mir das an der Stelle gedacht. So, da bin ich ja weit außen rum gefahren am Vorgewende. Und da war da nass. Ich glaube, das sieht man. Und dann ist eigentlich, so wie man das da an der Gerste sieht, wo die heller ist, dann ist eigentlich da so unten so weich. Hier oben eigentlich gar nicht mehr. So, deswegen bin ich gleich hier oben geblieben, weil ich gedacht habe, ach, da unten unter den Bäumen ist immer weich, bleib mal hier oben. Aber das ist ja generell so weich, Leute, dass man hier noch gar nicht fahren kann. Und ihr seht jetzt ja selber, ja, Spuren sind drin. Deswegen habe ich gedacht, dann bleib ja hier oben, dann fährst hier oben noch, versuchst rüber zu kommen und dann haust du wieder ab. Dann fährst du hier gar nicht weiter, habe ich gedacht. Weil am Anfang war es noch ganz okay von der Befahrbarkeit, ja. Und jetzt seht ihr jetzt selber, die Stollen sind halt voll, ne? Das ist das Problem. Die Stollen sind voll, das ist schmierig. Ach, scheiße, ey. Scheiße, ich glaube, ich muss den morgen rausziehen. Ich habe keinen auf dem Hof, Leute. Ich muss erst bei Svenny den Johnny abhacken und... Oh, scheiße. Wäre ich bloß zum Raps gefahren. Das war wieder... Der Ackerbauer in mir hat gesagt, die Gerste braucht was. Die braucht was. Ja, was brauchst du denn? Ja, schönen Dank auch. Heute wieder nichts geschafft hier. Leute, was soll ich euch sagen? Jetzt bin ich da hinten weggekommen. Mit Mühe und Not. Dann habe ich gedacht, in die Ecke brauchst du nicht mehr fahren. Da in die Ecke brauchst du nicht fahren. Fahr gerade rüber, versuch hier wegzukommen. Da ist weich. Da ist weich. Dann habe ich gedacht, fahr hier mittig zurück zur Fläche und versuch über das Vorgewende abzuhauen. Und jetzt habe ich hier eine weiche Stelle erwischt, die nie weich war. Und jetzt sitze ich richtig fest. Also jetzt muss wirklich ein Trecker kommen und mich rausziehen. Und vor allen Dingen hier genau an der Fahrgasse, genau da, wo eine Fahrgasse ist. Aber der Boden ist gelockert gewesen. Es ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht mit gegrubbertem Boden und Direktsaatboden, Alter. Mit Direktsaatboden fahren wir einfach mit 60 Tonnen drauf umher und du siehst nichts. Und ich hier, ich wiege leer 15 Tonnen, guck mal, jetzt sind 6 Tonnen, 21 Tonnen auf 4, auf 3 Achsen und du liegst hier drinnen. Das ist unfassbar, ey. So war das richtig nervig. Ich weiß jetzt hier nicht, wie ich hier wegkommen soll. Muss mal ein bisschen rumtelefonieren. Und ich muss morgen früh hier mit Svenny herkommen und mich rausziehen. Das nervt mich sowas. Nervt mich sowas, Leute. So, ich schließe den jetzt hier ab und lasse mich abholen. Ich denke, ich habe auch eigentlich nur eine Stunde noch Zeit. Dann muss ich mit Lisi los, weil wir einen Termin haben. Beziehungsweise, weil wir unterwegs sind. Spritze ist nicht mehr voll, Leute. Ich habe ja in weiser Voraussicht nicht voll gemacht, sondern weniger, weil ich gedacht habe, na, wenn doch ein bisschen weicher ist, lass mal lieber ein paar Tonnen weg. Ihr könnt nicht glauben, wie mich sowas wurmt. Bis zum geht nicht mehr klar, kann sowas passieren so. Aber man hat ja schon so wenig Zeit. Mir darf das nicht passieren. So, ich lasse mich jetzt abholen. Ich ziehe den hier morgen früh mit Svenny raus. Ich habe hier keinen da. Ich habe Svenny, die waren vorhin durch mit den Zubringern, wo sie gerade waren. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fahr nach Hause. Ja, jetzt ist er weg. Naja, werden wir sehen. Einen wunderschönen guten Morgen. So, Leute. Das war einfach.
nächster Morgen, bisschen Nacht drüber geschlafen, mit meinen Jungs hergekommen. Detlef hat gesagt, ach, hier hast du dich festgefahren? Hätte ich nicht gedacht. Ja, schon mal Indikator, habe ich nicht alles schlecht gemacht, aber ja, im Nachgang hätte ich auch nicht, weiß ich auch nicht, wie ich sonst von der Fläche abgehauen wäre. Ich hätte vielleicht gleich über die Wiese vom Verpächter abhauen müssen, aber da wollte ich erstmal nicht rüberfahren, weil ich ja nicht wusste, wie weich das ist. Aber die Wiese war ganz gut hart, also da konnte man fahren, da war gar kein Problem. Ich wollte halt keine Stollen hinterlassen oder sowas, das macht man ja einfach nicht. Ah, mir tut das jetzt halt bloß leid, diese Bahngleise, der Acker, das nervt halt. Ah, muss man das wieder wegmachen, das sieht unschön aus. Da drischt sich scheiße mit sowas, deswegen, mir tut der Acker da am meisten weh. Also das ging ja jetzt schnell, wir hatten 15 Meter Stahlseil, wir haben 40 Tonnen Stahlseil, so dick. Dann ran, 10 und 5 Meter mit Schäkel zusammengebunden und dann ging es los. Und dann, ja, relativ ruhig, langsam fahren und je mehr Traktion hat man und Svenny hat dann noch nicht mal Schlupf, das ging einfach nur voran. Wir hatten aber auch Svennys Träger direkt gleich auf 0,6 Bar abgelassen. Aber mit Hand sollte ja eigentlich noch eine Reifenregeldruckanlage raufbekommen, aber ich weiß gar nicht, die haben sich gar nicht mehr gemeldet, um ehrlich zu sein. Aber von Haus aus habe ich eigentlich nicht den größten Bedarf auf Svennys Schlepper, da das zu machen, weil Svenny fährt ja, sag ich mal, 95% nur Straße. Aber was man hat, das hat man, haben ist besser als brauchen, ne? Ja. Jedenfalls hat das gut geklappt. Haben wir gut rausgezogen, einmal angezogen. Übung, ich blende euch mal das Bild hinterher ein, wie wir ihn rausgezogen haben. Und dann, ja, dann ist das schon abgehakt. für die Planung für dieses Jahr, was viele auch fragen. Also eins, einige haben in den Kommentaren geschrieben, die Bildqualität war letztes Mal schlecht. Und da muss ich mal gucken, woran das lag, weil im Videoschnitt sah das alles gut aus. Das ist wohl ab und zu gräulich und so. Da muss ich mal nachgucken, wodurch das kommt. Ich mache kein Color Grading oder so, dass man da irgendwas versauen kann. Da gucke ich mal nach. Ansonsten für dieses Jahr, was ja einige auch fragen, welche Kulturen baust du dieses Jahr wieder an, gibst du wieder was Neues? Nee, tatsächlich nicht. Also ich versuche iberischen Drachenkopf wieder und Schwarzkümmel und meine Sonderkulturen, die ich letztes Jahr, also Leindotter, Lein, und Hanf wird auch bleiben, aber zum Beispiel keine Färberdistel. Also wir haben noch Färberdistel und wir haben auch noch, also wir haben auch Färberdistel für die Ölproduktion, sodass wir dieses Jahr nichts anbauen, brauchen und wollen. Und Senf erstmal auch nicht. Einfach, weil es geht jetzt darum, im Frühjahr, ich muss die Flächen fertig kriegen, bevor Kind Nummer 2 da ist und ja, und ich mich mit Arbeit überhäuf. Und genauso ist es erstmal mit Maschinentests und Kooperation. Ich habe erstmal nichts weiter geplant, außer hier die Pulsweitmodulation, RTK. Das ist aber etwas, was man so ruhig vor sich hin plätschern lassen kann, beziehungsweise ist ja auch ein Langzeittest und da macht auch nur Sinn, wenn man das ab Frühjahr macht. Isaria geht weiter und ansonsten Maschinenvorführung habe ich jetzt auch gar nichts angenommen fürs Frühjahr. Ich will mich da eigentlich nicht mit Arbeit überhäufen. Und was ein bisschen geplant ist beim Maislegen, aber das ist zum Ende der Maislegen der Saison und dann wird es auch ein bisschen ruhiger. Also für jeweils 10 Hektar einen kleinen Versuch, aber da kommen die und legen mir das an. Auch in Sachen Vorführschlepper oder so, erstmal gar nichts geplant, nichts angenommen. Erstmal nur wirklich Betrieb abarbeiten, Priorität 1. Einfach aus dem Grund, weil privat dies Jahr so viel bei mir los ist und ja, ich da einfach mehr Kapazitäten freihalten werde. Events werde ich eigentlich auch dies Jahr, muss ich gucken, ob das klappt, vielleicht spontan. Aber erstmal sage ich, dass ich dies Jahr auch Events nicht wahrnehmen werde. Wie gesagt, das kommt immer drauf an. Wenn wir natürlich naja, Juni, Juli haben und wir haben ein einfaches Baby. Unser kleiner Anton ist ja vom Verhalten schon einfach. Der läuft ja schon nebenher und macht Dinge mit. Und, aber wenn das Baby halt einfach ist, so wie Anton damals als Baby war, dann wird sicherlich auch Lisi sagen, ach, fahr doch. So wie das letzte Event wollte ich eigentlich auch nicht mit. Da sagt Lisi, ach komm, fahr doch mit. Fahr doch mit, guck dir das doch an, ist doch bestimmt cool. So, und auch für die Kommentare. Einer hat geschrieben, ich soll doch bitte die Kamera auslassen und mich bitte um die Scheißkamera auslassen. Ich soll mich bitte um meine Firma kümmern und meine Familie. Die einzigen, die das zu mir sagen dürfen, ist meine Familie. Die haben darüber ein Recht und denen bin ich Rechenschaft schuldig. Aber ihr könnt eure Kommentare direkt stecken lassen, weil ihr kennt Hintergründe nicht, ihr kennt den Aufwand nicht, ihr wisst nicht, wie viel Zeit stecke ich wirklich in YouTube und in meinem Privatleben und leidet jemand oder nicht. Die einzigen, die das beurteilen dürfen, sind meine Familie, keiner weiter sonst. Und da braucht ihr auch, dass euch nicht rausnehmen und übergriffig sein. So. Genau, das ist erstmal der Plan für dieses Jahr, weil viele immer fragen, wie ist der Plan für dieses Jahr. Soweit erstmal dazu. Also erstmal
einfach straight Arbeit machen und vorankommen und damit ich Kapazitäten fürs Private habe. Jetzt geht's weiter mit Flüssigdünger im Raps und dann gucken wir uns das gleich nochmal im Raps an. So, jetzt sind wir hier im Raps und ja, habe ich ja gestern oder im selben Vlog ja schon gezeigt, der steht auch echt gut, dass der hier nach Weizen und der entwickelt sich jetzt auch wirklich hervorragend. Hier übrigens ist eine Ecke, hier so ungefähr auf der Kuppe. Im feuchten Frühjahr kann man eigentlich hier normalerweise gar nicht fahren, aber ihr seht selber, die Befahrbarkeit in Direktzeit ist einfach nur hervorragend. Da kann man nichts anderes zu sagen. Und ich freue mich, dass das jetzt so gut klappt. Definitiv. Ich kriege heute Mittag meine USB-Sticks. Solange habe ich erstmal nur hier 100 Liter auf dem Hektar eingestellt. Und würde dann ergänzend nochmal zur zweiten Gabe das ergänzen, was so zum Beispiel in den einzelnen Zonen geplant war. Aber generell kann ich gar nicht so viel mehr geben. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dieses Jahr sind bei mir die N-Min-Werte sehr, sehr hoch. Unabhängig, ob Bodenbearbeitung oder nicht Bodenbearbeitung. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und da ich im Herbst ja hier schon Stickstoff gegeben habe und dann quasi jetzt N-Min und Gärreste, ist da gar nicht mehr so viel übrig, die ich jetzt noch geben kann. Deswegen würde ich das so ein bisschen jetzt anhand der Vegetation machen. So habe ich das letztes Jahr übrigens auch im Getreide gemacht. Ich habe Gärreste gefahren. Ich habe eine leichte Startgabe gegeben. Dann habe ich ungefähr drei, vier Wochen danach nochmal eine kleine Gabe gegeben. Eigentlich zum Formschossen schon. Und dann glaube ich danach nochmal. Müsste ich nochmal nachgucken, wie ich das gemacht habe. Müsste ich nochmal in die Bücher gucken. Und ich fand die Variante eigentlich ganz gut. Dann sind die Bestände am Anfang nicht so krass üppig bei mir. Und bestocken dann nicht so doll und sind nicht so im Saft und denen geht dann nachher so ein bisschen die Luft aus. Und weil ich ja rotes Gebiet bin und durch die N-Min-Werte, also ich habe gar nicht so viel Dünger dieses Jahr zur Verfügung, rein rechnerisch, was ich machen kann, würde ich lieber nach hinten raus mehr geben, damit ich mir die Qualitäten nicht verhaue. Ne? Also die größte Gefahr ist, für die, die jetzt keine Ahnung haben, du brauchst ja den Stickstoff, um ein bisschen so die Vegetation zu begleiten. Und wenn du jetzt im Frühjahr sozusagen dein Pulver verschießt, ja, und darfst rein rechnerisch auch nachher nichts mehr zur Ehrengabe oder so fahren, dann hast du da keine Möglichkeit mehr, die Qualitäten zu pushen. Und du hast auch keine Möglichkeiten mehr, so zu reagieren, wenn zum Beispiel eine Dürre ist oder so. Ne? Das heißt, man darf ja je nach Vegetation auch Auf- und Abschläge machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel alles schon hinlege und dann kommt eine Dürre, dann habe ich ja auch nichts gekonnt. Und deswegen ist meine Strategie immer eigentlich so, anhand des Pflanzenbestands zu arbeiten und dann lieber mehr Steps weniger geben. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber letztendlich, die N-Effizienz sieht schon bei mir sehr gut aus. Also ich habe fast jedes Jahr eine negative bzw. neutrale N-Bilanz im Betrieb und auf den Flächen. Und das ist eigentlich schon erstrebenswert, weil du dann natürlich auch andere Möglichkeiten in der Düngung letztendlich hast. Deswegen geben wir den jetzt hier erstmal was und dann gucken wir, wie er in Gang kommt. Also da sind ja auch Gärreste drauf und die Gärreste sind ungefähr, wenn man die 60% veranschlagt, dann haben wir 65N, die wir haben. Jetzt kommen nochmal 33 dazu. Dann haben wir sozusagen mit 98 angedüngt. Das ist auch solide. Und im Weizen ähnlich. Da müssen wir natürlich gucken, wie es jetzt bloß mit den Befahrbarkeiten weiterläuft. So, einen Spritzer habe ich jetzt leer. War noch eine Runde um Weizen. Wollte ich euch eigentlich zeigen, habe ich jetzt vergessen. Hier seht ihr, da sind die ganzen Lager. Und dahinter ist noch mehr Lager, alles für Flüssigdünger. Ich habe jetzt eine Spritze voll geholt, damit ich morgen noch fahren kann, übers Wochenende. Und danach mache ich Pflanzenschutz, mache schon Herbizidmaßnahmen, damit ich da auch gut vorankomme. Schön wegarbeiten, schön frühzeitig alles wegarbeiten, ganz wichtig. Ja, und demzufolge war es das jetzt hier im Vlog. Ich werde jetzt nämlich auch, ich mache jetzt auch schon Schluss, kurz nach 13 Uhr, habe nämlich heute mit Lisi Konzertkarten, Contra K, wer das, wem das was sagt. Gucken wir uns an. Geile Sache, deswegen machen wir jetzt Schluss, fahren dann hier hin, machen uns einen ganz entspannten Tag und dann geht es morgen weiter sozusagen und wir sehen uns in der nächsten Folge auch wieder. Habt ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag, wenn ihr es schon am Sonntag guckt, diese Folge, und ich wünsche euch was, Leute. Bis dann, ciao, ciao.